Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und ich möchte heute mit euch Scrunchies stricken, die Zopfgummis mit der Umwicklung waren in den 80ern total modern und sind's heute wieder und die könnt ihr prima aus Wollresten machen, die sind super für Anfänger, denn bestehen nur aus rechten Maschen und einem kleinen Trick und wenn ihr wissen wollt, wie die gemacht werden, dann bleibt dran und ich zeig's euch. So, ein Gummi habe ich mir ausgepackt, den brauchen wir ja auch nur für einen Scrunchie. Und dann nehme ich mir jetzt mein Garn. Ich brauche gar nicht so einen langen Endfaden, denn wir schlagen jetzt Maschen für ungefähr 4 bis 5 cm an. Das kann mit eurem Garn anders sein, wenn ihr ein dünneres Garn habt. Ich habe hier Nadelstärke 6,5, ist also relativ dick. Und ich schlage 2, 4, 5, 6, 7... und 8 Maschen an. Das sind am Ende, wenn ich das gestrickt habe, ungefähr 5 cm. Denkt dran, je mehr Maschen ihr anschlagt, desto voluminöser wird euer Scrunchie. Zu viele Maschen dürft ihr nicht nehmen, weil sonst funktioniert diese Methode nicht. Dann legt ihr jetzt den Gummi einfach hier auf die Nadel drauf, stecht hier vorne ein, schiebt euch die Maschen schön eng zusammen und jetzt stricke ich hier vorne meine Maschen einfach ab. So. Und dann seht ihr schon, was mit dem Gummi passiert. Der wandert hier nach hinten. Dann nehme ich die Nadel da hinten raus, schiebe mir das Ganze wieder nach vorne, lege den Gummi wieder auf die Nadel drauf, steche wieder ein, schiebe mir die Maschen schön eng zusammen. Und strick wieder alle Maschen einfach nur rechts ab. So. Hinten Nadel wieder raus, Gummi fällt runter, Maschen nach vorne schieben, Gummi wieder drauf und alle schön eng zusammenschieben und dann alle Maschen einfach wieder rechts abstricken. Ist also easy peasy gemacht. Zack. Runter, nach vorne schieben, Gummi drauf, Maschen schön eng zusammen und abstricken. So, und jetzt zeige ich euch gleich, was hier passiert auf der Rückseite. Hier gibt das so kleine Spannfäden. Ihr seht, ne? Diese kleinen Spannfäden, die wollen wir haben. Das ist auch völlig okay, wenn wir hier dran ziehen. Dafür haben wir noch ein paar zu wenige Reihen. Dann gehen diese Spannfäden zusammen. Deswegen dürft ihr auch nicht so wahnsinnig viele Maschen haben, denn sonst ist der Spannfaden hier hinten zu breit und geht nicht zusammen. Und der Gummi liegt hier unten drunter. So, jetzt kann ich das wieder nach vorne schieben und mach weiter. Und das mache ich jetzt fröhlich vor mich hin, bis ich diesen ganzen Gummi eingestrickt habe und noch ein bisschen länger. Ne? Das soll ja auch ein bisschen zusammen scrunchen. Von daher müsst ihr ein bisschen mehr stricken, als der Gummi ist. Und zwischendurch müsst ihr immer mal wieder hier dran ziehen, damit diese Leiter, die wir hier hinten haben, zugeht. So, und das machen wir jetzt einfach fröhlich vor uns hin für ein bisschen mehr als die Länge eures Gummis. Sind nur rechte Maschen, kann man schön bei entspannen. Wenn euer Scrunchie ein bisschen gewachsen ist, müsst ihr hier immer ziehen und dann müsst ihr das hier vorm draufsetzen, unten ein bisschen ausdrehen und dann kann der da wieder drauf und dann kann es hier fröhlich mit den rechten Maschen weitergehen. So, irgendwann ist hier unser Gummi auch voll. Ihr seht, ne? Das ist jetzt hier eigentlich, wenn ich das gerade ziehe, sind wir da rum und wir sind sogar mehr als rum. Und wenn wir hier ein bisschen ziehen, geht auch die Leiter zu, die ist hier auch weg. So, wir sind jetzt hier einmal bequem drum und ich habe da auch noch ein bisschen Platz. Dann schiebe ich das nach vorne wieder, lege mir den Gummi wieder hier drauf
Und jetzt kette ich meine Maschen ab. Und zwar stricke ich eine Masche und dann stricke ich die nächste. Und dann ziehe ich jetzt die erste Masche hier über. Nächste Masche stricken. Masche überheben. Wieder eine stricken. Überheben. Stricken. Überheben. Stricken. Überheben. Stricken. Überheben. Stricken. Überheben. Und das ist unsere letzte. Und da ziehen wir hier noch einmal durch und jetzt schneiden wir uns ein bisschen längeren Faden ab, denn wir wollen jetzt Anfang und Ende zusammennähen. Ihr könntet das auch so offen lassen. Also das sieht hier an der Stelle keiner so richtig, aber ich bin ja immer ein bisschen perfektionistisch und dann nähe ich das zusammen. Und dafür nehme ich mir meine Nähnadel. Und fädel den Faden auf. So, und jetzt legen wir uns das Ganze so hin und drehen uns das Ganze einmal so zurecht. Hier die Leiter schließen, indem wir da einmal dran ziehen. Dann geht die Leiter zu. So, und jetzt müssen wir gucken, wo unser Anfang ist. Da ist unser Fadenanfang. Der hat sich jetzt hier schön um den Gummi gewickelt. Das können wir abmachen. Und dann drehen wir uns das Ganze einmal so, dass wir hier wieder vorne anfangen. So, und jetzt gehe ich hier drunter, hier unter dieses Zöpfchen. So. Gehe da rein. Und gehe jetzt hier, das ist das Zöpfchen hinter der kleinen Leiter, also gehe ich auch hier in das Zöpfchen hinter der kleinen Leiter rein. Einmal da quer durch, zack, rein und durch. So, und jetzt hier vorne in den nächsten Zopf. Und zwar nehmt ihr immer dieses auf dem Kopf stehende V und hier ebenfalls. So, einmal unten rum und einmal oben rum. Und da, wo wir rausgekommen sind, hier müssen wir auch wieder rein. Das ist immer unsere Markierungsstelle. Da, wo wir rausgekommen sind, gehen wir wieder rein. Also hier wieder rein. Da sind wir rausgekommen. Dann gehen wir hier wieder rein. Hier sind wir rausgekommen. Ne? Ihr seht's. Das heißt, ich gehe jetzt hier unter das nächste Zöpfchen. So, guck jetzt hier, wo ich hier rausgekommen bin. Da, also ist das hier mein nächster. Da bin ich raus. Dann ist jetzt das hier die nächste Masche. Und dann könnt ihr das zwischendurch anziehen. Und dann einfach wirklich immer von oberem Zöpfchen zu unterem Zöpfchen hindurch. Das nennt man übrigens Maschenstich für alle Anfänger. So. Und da sind wir auch schon rum gleich. Hier ist meine vorletzte. Da ist meine letzte. Und dann gehe ich hier nochmal unten rein. So. Und in die erste kann ich auch nochmal rein. So. Und dann haben wir das jetzt hier zusammengenäht. Und zwar unsichtbar zusammengenäht. Und jetzt müssen wir nur noch den Faden verstecken. Und das machen wir in den rechten Maschen. Und da gehen wir einmal hier rundherum. Immer ums Zöpfchen rundherum. Einmal nach oben und dann das Ganze noch einmal nach unten. So. Dann schneidet ihr den Faden ab,
Macht das mit dem zweiten Faden auch. Und fertig ist euer kleiner gestrickter Scrunchie. Und ihr seht, kein Anfang und kein Ende und der geht um den Gummi rum. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.